Hallo wieder zusammen und wir sind im Flugzeug. Heute Morgen um 3 Uhr losgefahren. Ohne dass wir schlafen konnten. Und dann wurde ich natürlich erst richtig müde. Wir haben nämlich die Nacht durchgemacht, weil, weiß ich, wir konnten nicht schlafen und dann war es irgendwie schon 3. Und, also wir sind total fertig jetzt. Wir sind echt fertig. Das Einzige, was unser Leben gerettet hat, ist, dass hier der Flug nicht ausgebucht war. Und wir jeder eine Reihe hatten. Das heißt, das hier war meine Reihe, Daniels Reihe dahinter. Und wir haben geschlafen einfach nur. Sonst hätte ich so sitzen müssen. Schau mal. Und das Lustige war, wir haben gedacht, wir nehmen die letzte Reihe. Damit wir da schön immer. Dann ist keiner hinter uns und wir können wirklich immer nach hinten den Sitz machen. Und die letzte Reihe kann den Sitz gar nicht nach hinten machen. Das ist super. Super gedacht. Ja, und wo sind wir dieses Mal? Wir sind gerade gelandet. Ja. Nicht in Asia, sondern in Bali. Also muss ich ja fast sagen, Selamat Pagi. Sag du. Selamat Pagi. Für alle, die es nicht wussten, ich habe damals selber 3 Jahre in Indonesien gelebt. Bin dort auch zur Schule gegangen oder halt, ja, aber natürlich nicht zur Einheimischschule, aber meine Mama kommt ja aus Malaysia und deswegen kann ich so ein paar Brückel Indonesisch. Wir haben gedacht, wir fahren jetzt mal spontan nach Bali. Muss natürlich jetzt erstmal ein Hotel buchen, was sehr lustig ist. Bist du aber da ein Kratzchen? Weil, ja, wo fahren wir hin, in welches Hotel? Wir fahren jetzt erstmal ins Holiday Inn Express wieder. Man könnte was meinen, ich arbeite da. Der andere ist gesponsert. Ich bin Holiday Inn gesponsert. Und das liegt daran, dass wir einfach 2 Tage erstmal ein Hotel haben wollten, was wir kannten und was wir gut fanden. Und da haben wir gedacht, hey, wir fragen mal in Bangkok nach, ob es in Bali auch ein Holiday Inn Express gibt. Und dann meinte ich, ja klar. Und dann haben wir auch einen guten Preis bekommen, haben gedacht, wir machen 2 Tage lang erstmal, um Bali zu erkunden, um zu sehen, was für ein Hotel wir gerne so als nächstes erkunden möchten. Und dann haben wir gedacht, fahren wir einfach mal ins Holiday Inn Express. Da kann man nichts falsch machen, das ist schön sicher und preislich gut, nicht zu teuer und so. Und das machen wir jetzt. Sind gerade angekommen, sind ein bisschen jetzt schon durch Kuta gefahren und den Square und sieht alles sehr spannend aus. Und jetzt gucken wir mal. So, wir sind jetzt hier angekommen. Gucken uns mal so ein bisschen alles hier an. Hier gibt es natürlich Frühstück, das kennen wir mittlerweile. Und sehr schön hier. Richtig heiß. Es ist heiß hier. Und interessanterweise dürfen sie in Bali die Gebäude gar nicht so hoch bauen. Deswegen haben die meisten nur so 5-6 Stockwerke, weil die nicht höher als 15 Meter oder so hoch sein dürfen. Ah, diesmal mehr in Blau gehalten, das Ganze. Jedes Mal ist ein anderer Farbton. Aber es ist genau die gleiche Dusche wie im Badezimmer, wenn dieser doppelt schließt. Genau. Aber auf jeden Fall bin ich froh, dass wir jetzt im Hotel sind. Ja, ich auch. Wir sind hier mitten in der Stadt. Er hat auch schon gesagt, wo wir für alle die SIM-Karte kaufen können. Für mich, ja, für meine Handysucht. Und ja, sieht schon anders aus, wenn man sieht, dass es... Genau, also es ist schon krass voll gebaut, Bali, gell? Ja. Also Kuta, also die Innenstadt. Genau. Natürlich außerhalb gibt es natürlich auch leere Ressorts, aber hier bebt das Leben, gell? Das werden wir euch gleich mal zeigen und uns auch, wie es hier so aussieht. Ich habe Daniel noch gezwungen mit mir. Jemand ist die, braucht man die Karte. Wir gehen jetzt noch kurz den Pool angucken, ob wir noch schnell an dem Pool liegen wollen. Was ist denn jetzt los, Herr Gott? Oh. Ah. So, warm up, wir gehen jetzt den Pool angucken. Ah, da steht ja auch Fitness. Und Meeting Room, da werden wir dann unser Meeting halten. Kennt das ein YouTuber, die sagen, ach, wir haben jetzt noch. Wir müssen noch ein bisschen Business machen und so. Boah, hey, mir hängt es zum Hals. Wir haben jeden Tag Business-Meetings, wir beide zusammen bei uns im Bett. Und im Wohnzimmer und in der Küche. Ja, und wenn ich ganz normal arbeite, habe ich auch den ganzen Tag Meetings. Ich muss noch Business machen. Boah, Leute, Business. Naja, also wirklich. So ein froh sein, wenn sie. Ja. Wenn sie noch Geld haben zum Leben. Zum Leben, sag ich schon. Okay, jetzt. Jetzt wollen wir jetzt mal so ein bisschen auf. Ganz alleine. Oh nein, jetzt haben wir noch Sachen gar nicht. Nachbarn. Das ist Jim. Das könnten wir eigentlich auch kurz mal angucken. Ja.
Mal morgen früh so Fitness, ihr wisst schon. Oh, schön kühl auf jeden Fall. Bleiben einfach hier und legen uns hier hin. Krasse große Arme, aber die sehen wahrscheinlich nur so groß aus, oder? Nett, 20 Kilo. Cool, ist schon okay. Das ist mehr als sonst, oder? Ja, normal ist es immer. Oh, eine langhantige Stange, ganz selten. Super. Ganz selten. Richtig cool. Richtig cool. Also eine Rudermaschine. Ja. Nee, also völlig Daniel cool. Hat ja die letzte Maschine kaputt gemacht. Wusstet ihr das? Hallo. So, dann gehen wir jetzt mal Pool gucken. Obwohl, richtig cool, dass er so leer ist. Das ist echt schön. Ja, hier draußen brutzelt viel, gell? Schade ist halt am Gym, dass man kein Fenster hat. Das finde ich eigentlich immer ganz cool. Das ja, wenn man rausgucken kann, gell? Manchmal ganz cool. Wow, hier kann man über ganz Bali so. Ja, also endlich mal ein bisschen so drüber. Oh, endlich. Das ist das Meer. Das erste schön. Mal, dass wir das Meer sehen jetzt. Also das Laufdistanz, das Meer. Und ihr seht ja auch hier, guck mal, es gibt nicht viele hohe Gebäude. Komm mal hier hoch, komm mal auch. Ach so, noch höher. Also noch hinaus. Hoch hinaus. Zum Hasseln. Zum Hasseln. Hier werden wir wieder Business machen. Business-Meetings. Oleg, was wird aber runtergefallen? Hier könntest du einen Workout. Aber echt? Oh ja, klar. Um 4 Uhr nachts. Sonst brenne ich hier kaputt. Oh, Backpacker. Siehst du? Wo? Was? Wenn man bei uns aus dem Hotel kommt, dann steht man schon mitten drin. Aber voll mitten drin, wirklich. Ich bin total geflasht. Die ganze Großes. Straße hier ist eigentlich Shopping. Wir hätten gar nicht gedacht, dass es in Kuta so viel Shopping gibt. Alle Surfermarken. Ja, alle Ripcord ist hier. Quicksilver ist hier. Und hier bebt das Leben, oder? Ja, ja. Hier willst du Roller fahren? Ja, natürlich. Ja, und jetzt, da ist der Strand. Wir gehen jetzt zum ersten Mal zum Strand und haben schon ein paar Surfer gesehen, die an uns vorbeigefahren sind. Ist es nicht sogar so, dass am Morgen und am Abend, wenn die Sonne untergeht, die Zeit ist? Genau, und am Morgen und abends wird eigentlich gesurft. Super cool, vielleicht sehen wir gleich was. Und dann können wir auch mal die Füße ins Wasser halten. Auch kleiner Surferboy, lauf. Guck, das ist auch in Lombok zum Beispiel ganz beliebt. Okay. Jamie Oliver hier links. Was hoch? Rechts. Nein, oder? Das guck, das gibt es in Lombok auch ganz, ganz viel, die Pferdchen mit den Kutschen. Wir stehen am Strand. Juhu. Und hier ist richtig viel los, merken wir gerade. Ich komme mal ein bisschen vor, wie auf Ipanema. Also echt krass, man kann schon mal vorfilmen. Ja, und auch voll viele Surfer gerade. So. Ja, ja. Alles. Hier ist natürlich der Hauptstrand. Genau. Von dem her. Also wir werden sicherlich zu anderen Stränden fahren hauptsächlich. Aber es ist cool zu sehen, wie viele Leute so im Wasser sind. Und da ist übrigens voll wenig los. Wir sind jetzt im Handyshop und der nette Mann da hinten macht uns die Handys neue SIM-Karten rein, weil wir natürlich hier auch Annes Handysucht befriedigen müssen. Für 2 GB zahlen wir jetzt 10 Euro und Tag. Das sind ja so Prepaid-Karten. Wie viel zahlt man in Deutschland? Ist das 4 GB? Ihr seht, ich bin total der IT-Geek. Ich weiß alles. Gigabyte. Hauptsache mein Instagram geht. Wir haben es jetzt geschafft. Ich bin fertig. Ich bin so. Ich bin auch am Ende. Ich glaube, wir sind jetzt eine Stunde gelaufen, oder? Ja. In jede Richtung. Durch, halt durch wirklich. Durch ganz guter. Riesenverkehr und so. Weil was richtig schade ist, ist, dass es richtig viele italienische Restaurants hier im Kuta Center gibt. Oder nicht? Und keine indonesischen. Ja. Und lustigerweise hat uns das auch einer der Mitarbeiter vom Holiday Inn Express gesagt, dass es ist richtig schwer, überhaupt indonesisch-balinesisch hier zu essen im Kuta selber. Genau, deshalb haben wir jetzt was Cooles gefunden. Ja, das auch richtig gut bewertet bei TripAdvisor. Und das ist das Restaurant. Das heißt Poppies Kuta Bali. Und jetzt schauen wir mal, wir haben so ein richtig cooles Menü bestellt, wo man für 2 so alle möglichen indonesischen Spezialitäten auf einmal probieren genau, kann. So das ist und cool. Zeigen euch das gleich. Und es ist echt schön hier, wenn ihr es so seht. Wir sind hier so ab. Eigentlich sind wir mitten in der Stadt, aber in so einem eigenen Garten. Und es ist echt schön romantisch. Sehr schön. Und morgen sind wir beide auch wieder, versprechen wir. Ja. Morgen wird es wieder spannend, da müssen wir einen Roller mieten und so genau. Gucken, wo wir hinfahren. So ist jetzt alles gekommen und ihr seht, das ist der absolute Wahnsinn. Ja, alles so
selbst am Tisch zu machen. Genau, und hier. Es gibt normalen Reis, gebratenen Reis, echt cool. Und das Ganze kostet jetzt 8 Euro oder so. Und jetzt hab ich gegessen. Wieder im Bett angekommen und es ist jetzt 9:30. Ich war jetzt relativ früh. Ich bin eine alte Oma. Das liegt vor allem daran, dass wir gestern Nacht wirklich nicht geschlafen haben. Das Essen war so lecker. Und ja, jetzt gehe ich erstmal schlafen und gucke, was morgen so passiert. Morgen zusammen. Wir sitzen am Frühstückstisch und das Schöne ist, es ist echt nicht so voll, jetzt wie in Bangkok. Und Daniel freut sich, weil es gibt Haferflocken mehr. Haferflocken. Ich esse jetzt Früchte wieder erstmal. Und ich habe so ein Kamillentee mir rausgelassen, weil durch die ganze Klimaanlage und im Flugzeug hat es, glaube ich, minus 100 Grad gehabt, habe ich jetzt ein bisschen Halsweh. Jetzt habe ich mir noch einen Toast geholt. Ich esse ja eigentlich relativ wenig Toast, aber es gibt Kaya. Kaya ist so ein Aufstrich, der hier typisch in Indonesien ist, in Malaysia. Wird aus Eiern und eigentlich mit Pandan und Kokos gemacht und schmeckt richtig lecker. So, da Anne ja so selbstsüchtig ist und auf jeden Fall sie isst. bei mir gibt es jetzt als dritter Gang Obst. Ich habe vorher Müsli gehabt und hat sie gesagt. Und noch einen riesen Teller voll Reis. Anne hat 35 Toasts gehabt. Nein, ich habe 2 Toasts. Und isst jetzt noch gesunde Quinoa, Kakao Pops, Smacks. Ne, was sind's? Choco Pops, genau. Was ist denn heute geplant? Okay, ich übersetze mal kurz. Bedeutet, wir gehen erstmal zur Wäscherei, dann mieten wir einen Roller, dann schauen wir, wo wir ein Video für heute drehen können, weil das heute noch hoch muss, aber da wir 7 Stunden vor euch sind, können wir so direkt am Tag drehen, wenn es hoch muss. Und sonst wahrscheinlich nichts geplant, oder? Vielleicht mal ins Meer. Dann kann es mehr, wenn wir einen Roller haben. Wir stehen jetzt unten im Keller vom Holiday Express. Das ist das Coole, hier gibt es ein Parking-Basement, also zum Parken. Boah, ich weiß, weil die Roller, wenn die in der Sonne stehen, dann haben die 102.000 Grad auf dem Sitz. Und da ist er, unser Pongsteck. Wichtig ist natürlich, einen Helm anzuziehen. Und wir haben jetzt 70.000 Rupias, das sind so 3 Euro, gezahlt. Wenn ihr länger die rentet, dann werden die billiger, aber wir haben jetzt erstmal nur einen Tag gemacht und jetzt geht's los. Erstmal zu Laundry, auch richtig gute Empfehlung, ihr müsst gar nicht so viel mitnehmen, weil die, die waschen das hier für so einen Euro, ein Kilo und es riecht wirklich super. So, wir tanken jetzt ein bisschen, weil der Sprit leer ist. Und so ist es hier so ganz typisch, ist in Thailand ja genauso. Da gibt es einfach so einen kleinen Kiosk und dann steht dann hier Petrol dran. Und dann tankt man einfach nach Flaschen. Daniel macht wieder Freunde. 20 Minuten Roller gefahren, oder? Nee, länger. Eine halbe Stunde. Ja. Und mindestens 10 Minuten diese ganz einsame Straße lang. Und ich hab's noch drauf. Bist du mehrmals mit dem Roller irgendwo aufgekommen? Wenn der Besitzer vom Roller lässt sich. Ja, diesen Vlog. Und jetzt sind wir irgendwie am Ende der Straße angekommen. Ja. Wir wissen jetzt nicht, ob wir da. Guck mal, da sind Kühe. Wir sind wieder mitten am Land. Und da. Darf man jetzt hier rein oder nicht? Weiß ich nicht. Ich ziehe jetzt erstmal meinen Helm aus. Später stehen wir mitten bei jemandem im Garten. Stell dir mal vor. Hallo, guten Morgen, komm, Lenze. Ja, jetzt müssen wir kurz gucken, ob hier nicht irgendjemand. Ja, es ist eine öffentliche. Es sieht schon ein bisschen so aus wie eine öffentliche Anlage. Ja, ja. Voll schön, oder? Ja. Ganz viele Vögel. Müssen wir mal gucken. Gleich kommt bestimmt so eine Selbstschussanlage. Dann sind wir tot. Nee, die fischen. Die, was machst du hier, die alte weiße Wurst? Geh raus hier, ne? Geh raus hier. Voll viele so Spalten. Die kreisen alle um den Kadaver dahin. Um den letzten Weißen, der hier drin war. Das ist so eine Tempelanlage, kann das sein? Ja. Okay, wir gehen jetzt über links. Na, Herr Henninger, wie ist es? Ganz viele Fischer da hinten. Und da unten ist irgend so ein einsamer Strand. Das wär's. Der ist aber leider jetzt überflutet, das wäre nicht so gut. Leck, das Riesenwellen, gell?
Daniel wollte eben von mir wissen, ob es hier Komodo-Warane gibt. Ich glaube, wie sie Angst, gell? Nein, ich wollte... Also Warane gibt es ja überall. Okay. Oh, shit. Hier sind wir so lang. Bisschen eng, oder? Wow, wow, wow. Habe ich schon gesagt, dass ich Höhenangst habe? Boah, fuck. Also Komodo-Warane sind ja die, die auch Menschen essen würden. Nach der Sage. Die gibt es nur auf Komodo. Nach der Sage? Oh, da sind ganz viele Menschen und ein Auto. Das ist schon seit Shooting. Wirklich jetzt? Ja. Das ist immer ein... Nein, nicht wirklich. Da ist übrigens der Bau vom Komodo. Ah, ja. Nein, ist nicht. Ich will nicht ist wirklich... Jedes Mal, wenn wir irgendwo sind, gibt es ein Hochzeitsfotoshooting. Daniel sitzt auf dem Roller. Schön, dass du alles für mich so schön vorkühlst. Ja, ich wirklich. Er ist hat so den, heiß. Er hat so heißen Bobo. Boah, das ist echt Wahnsinn. Aber ich glaube, jetzt kann ich drauf. Was bin ich für ein Mann, hä? Die Eier sind jetzt Spiegeleier. Nee, also. Alle, ah! Wir haben jetzt voll die schöne Stelle gefunden hier am Jumeirah also Beach. Ich nenne es einfach Strand. Nee, ich sag, kann es euch sagen. Der Strand heißt Jimbaran. Und das hier ist also Südkuta ist es, glaube ich. Und hier sind wir am Strand jetzt. Und hier ist es wirklich schön leer. Schön windig. Und genau, so sieht's aus. Jetzt sitzen wir direkt am Strand und es gibt jetzt Mittagessen. Richtig lecker. Gibt es Gemüse. Calamari, etwas Satay muss man natürlich auch auf Bali essen. Und ganz viele verschiedene Chili-Soßen. Mit Reis. Mit der Aussicht hier. Ja, die Aussicht ist toll. Erste Reihe. Erste Reihe, genau. Das war jetzt auf jeden Fall unsere ersten Tage auf Bali. Und wir haben uns jetzt ein bisschen so orientiert. Ich denke, das ist auf Bali viel schwerer, als man oft denkt, weil Bali ist nämlich keine kleine Insel oder so. Ich meine, von der Fläche her ist Bali riesig und hat so viele verschiedenen... Gutes Deutsch, gutes Deutsch. Verschiedene Zentren und auch verschiedene Strände, Bereiche. Es gibt ja auch, ja, einfach so viele Facetten. Kuta ist ja eher so für die, die Party und ein bisschen Nightlife wollen, ein bisschen Erlebnis und Shopping. Richtig gut shoppen kann man hier auch. Und vielen verschiedenen Shopping. So. Ja, aber wir ziehen nämlich jetzt weiter, weil wir haben gedacht, hey, ihr wollt auf viele verschiedenen Facetten sehen. Deswegen haben wir gedacht, warum nicht? Wir wollen auch unbedingt Bali erkunden. Und das heißt, wir wechseln jetzt Hotel. Seid gespannt auf das nächste, auf den nächsten. Das wird der Hammer. Das wird der Hammer. Aber das nächste Hotel wird richtig gut. Wirklich richtig gut. Seid gespannt. Over and out.